Katharina hat gefragt, wie die Songreihenfolge auf meinen Alben zustande kommt. Das ist eine sehr spannende Frage. Natürlich gibt es bei jedem Album so ein gewisses Intro und ein Outro und dazwischen habe ich vor allem immer den Fokus darauf gelegt, dass die Songs inhaltlich schön aufeinander aufbauen und natürlich, dass die Melodien sich in einer gewissen Weise immer schön abwechseln. Das bedeutet, wir beginnen meistens bei den Alben relativ ruhig, dann kommt wieder mehr Energie rein, dann kommen ruhigere Stücke, dann bekommen die so einen gewissen Peak, dass wieder ein bisschen Power drin ist, dass sie wieder sehr lebendig sind und am Ende gehe ich bei fast jedem Album wieder sehr deep runter, bedeutet also, dass die letzten Songs relativ ruhig sind. Außer bei Spirit, da habe ich es mit einem schönen Knall mit Umarme das Leben enden lassen. Und so ist also die Frage darin zu beantworten, dass es einerseits von den Melodien abhängt, welche Songs sich wie ineinander fügen lassen und dass sie thematisch natürlich eine schöne Geschichte ergeben bzw. den Hörer mit auf eine schöne Reise geben. Speziell beim nächsten Album, das rauskommt, wird es sehr schön zu hören, weil da noch mehr Präludien dabei sind und die Präludien den Hörer wirklich mit auf eine schöne Reise nehmen, die am Anfang beginnt und am Ende mit einem wirklich wunderschönen Moment der Erkenntnis enden wird. Viel Spaß dabei und danke für die schöne Frage, Katharina.